Ach ja, moin. So. Hochladen ist fertig vom Block. Jetzt wieder weiter im Keller. Kannst du mir den Computer rübergeben? Der Block ist ja schon hochgeladen, ne? Schon fertig, ne? Verarbeitung abgeschlossen, steht da. Gut. Meine Kiddies sitzen vorm Laden und genießen ihren Croissant. Und ich genieße die Arbeit hier. Ich habe ja schon eine ganze Weile offen. Also es ist schon nicht so, dass ich jetzt gerade erst hergekommen bin. Aber jetzt ist der Computer erst frei. Jetzt habe ich erst die Zeit gehabt, ihn zu holen sozusagen. Und deswegen werde ich jetzt euch erst den Blog präsentieren können. Na perfekt, ich habe gerade einen Schlauchwechsel hier gemacht. Pump auf und der Reifen fängt an zu reißen. Was denn? Ich mache mal wieder runter, ja, und ich nicht hier so runterrufen muss. Ja. Wie brauchst du denn so viel? Unglaublich.
Oh, ist das ätzend. Ich komme nicht voran. Ich habe nichts geschafft. Okay. Tut mir leid. So, jetzt habe ich eine Stunde rumgetrödelt hier. Ihr habt keine Aufnahme für heute. Jetzt mache ich hier ein Kettenblatt dran. Auf alle Fälle. Das ist nämlich gekommen. Ich habe es bestellt. Und es ist gekommen. Und ich hoffe, es passt. Aber, was fehlt? Nichts fehlt. Gut, wunderbar. Hey, ich freue mich. Geile Meile. Entschuldigung. Schwarze war innerhalb von 48 Stunden eventuell lieferbar. Deswegen habe ich jetzt erstmal ein Silber nicht genommen, weil es sofort lieferbar war. Gleicher Preis. Und ich glaube, in der heutigen Zeit sollte man nehmen, was man kriegt. Da sind wir noch ganz froh, dass wir jetzt so ja noch ein bisschen Material haben, was wir verarbeiten dürfen. Das ist nämlich nicht mehr selbstverständlich. Hallo. Hallo. Ja, bitte? Nicht dazu. Bin gleich da. Oh mein. Der Spider ist verbogen. Tja. Nehmen wir den mal hin auf den Kopf, oder? Jo. Okay, next.
Jo, fertig. Hamburg. Läuft. Next. Ja, Mensch, hier, der Konrad ist wieder da und ist für morgen reserviert in der Vermietung schon wieder. Also da haben wir jetzt echt Glück und dann für eine Woche oder mehr als eine Woche. Ich hoffe, das bleibt dabei. Allerdings mit einem anderen Sattel. Jetzt tausche ich eben den Sattel aus. Jetzt hat sich das bezahlt gemacht. Im Grunde genommen habe ich jetzt durch die Vermietung den neuen Sattel bezahlt bekommen und rüste das Rad einfach auf ein bisschen. Ja, also ich bezahle jetzt mit dem Vermietgeld sozusagen die Reparaturen und das ein bisschen aufpimpen. Das ist dann auch schön, wenn ein bisschen was hängen bleibt, natürlich, aber erstmal wird aufgepimpt. Jetzt kommt ein bequemerer Sattel ran, neuer. Kostet 20 Euro, das ist aber drin, das sind 2 Tage Vermietung gewesen. Das ist doch toll, also das freut mich. Und den Kunden freut es auch, er hat jetzt einen bequemen Sattel. Körbchen ist drauf, Mensch, also. Jo, Sattel, checken, Licht. Licht läuft. Sehr gut, läuft. Kabel hier ist ein bisschen kurz geraten. Hier muss ich zu kurz hier. Okay, alles klar. Die Kette ist ein bisschen gelenkt. Die müssen wir wieder spannen. Aber seht ihr, das ist eben nach ein paar Tagen in dem Fahren. Kette gelenkt. Wieso ist halt warum? Hier ist er. Hallo. Kannst du 50 Euro wechseln? Ja. Und wie ist es? Fährt? Ja, sieht gut aus. Oder bist du hier? Bist nicht gefahren? Ich habe geschoben, ich weiß nicht. Aber es sieht schon gut aus. Es sieht gut aus. Ja, das ist wahrscheinlich das Konzept von dem Rad, war auch gewesen. Ganz halt Leute mit dem Fahrrad. Das ist voll der Renner, oder? Ja, es ist halt günstig, ne? Und ja. Sieht ein bisschen aus wie ein besseres Rad. Ne? Bessere, ich habe das aber schon seit 2 Jahren jetzt irgendwie. Keine Ahnung, es hält ganz gut. Macht also. Dich halt bezahlt, ne? Ja. Ja. Kannst ja auch ein teures haben und das hast du vielleicht nicht mal zu Jahren. Eben, und dann wird's klaut. Das ist ja der große Nachteil, das stimmt. Eben. Na Mensch, ja, viel Spaß damit noch. Ja, danke. Ohne Wein am Lenker, bitte. Ja, das auf jeden Fall. Alles klar. Ciao.
nicht. Tut mir leid. So viel Müll. Super Nullnummer heute. Also, Mini-Vlog. Wir sehen uns morgen. Ciao. Mama, darf ich bitte heute Milch? Papa! Papa, guck mal, das geht schon ab. Lecker Croissant zum Frühstück. Na, Ona, was hast du denn heute? Olle, aber Doc. Vielleicht können wir die Medikamente langsam absetzen. Ja, das wäre gut. Ich habe gar nicht gemerkt, dass sie sie immer noch benutzt. Wegen ihren Nieren. Das ist ja. Auf alle Fälle haben wir dann gleich Termin beim Doc. Wahnsinn, ne? Sind sie schon, seitdem sie 4 Wochen alt ist. Furchtbar. Ich glaube, ob es noch ohne klarkommt. So, ich schneide den Block von gestern. Achso, Achim war ja gar nicht da. Und der Laden ist ja eigentlich auf. Scheiße. Ich muss gucken. Okay, wir sind vom Arzt wieder zurück. Auf alle Fälle, jetzt muss ich weiterschneiden. Und der Arzt meint, dass sie eigentlich alles ganz gut aussieht, eigentlich. Aber eine Niere ist ein bisschen kleiner als die andere. Und da wird sie nochmal Rücksprache halten, Chefarzt. Und dann nochmal anrufen, was denn damit los ist. Ja. Das ist das Ergebnis erstmal. Und dann werden wir nachher wissen wir Bescheid. Jetzt warten wir auf den Anruf. In der Zeit schneide ich den Vlog, weil wie gesagt, bin ich jetzt nicht zu gekommen, nicht sauer sein. Kommt jetzt halt ein bisschen später, weil der letzte Vlog kam dann sozusagen ein bisschen später. Aber naja, so ist es auch wichtig, ne? Muss ja auch gemacht werden. Also sehen wir uns später nochmal. Oh Gott, ja, fertig mit Schneiden, ey. Mann, jetzt ist es gleich 14:34. Was? Ein bisschen in der Traumwelt. Was denn? Sie hat sich jetzt zum Geburtstag gewünscht, das LOL Spielhaus und kostet 200 Euro. Sie kriegt zum Geburtstag noch ja, was fürs Fahrrad und dann. Ich finde ja die Polaroid-Kamera, finde ich ganz gut die Idee, weißt du, sowas? Nee, so als Vorschlag. Heißt ja nicht, dass sie das alles kriegt, was sie da vorschlägt. Aber das finde ich eine Sache, die für dich finde ich noch ganz witzig. So, Anouk hat bald Geburtstag und liebe Fans, ihr könnt ihr sehr viele Sachen schenken und schicken. Und zwar hat sie eine sehr, 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 sehr lange Liste. Und wir können uns das definitiv nicht leisten. Zumal ich jetzt schon viel ausgegeben habe für ihr, eigentlich, das ist ein Geburtstagsgeschenk, 300 Euro fast für Protektoren auszugeben und für das Fahrradfahren. Einfach mal so. Ja, das hast du ihr aber nicht gesagt, was es für ein Geburtstag ist wahrscheinlich. Nein, es soll ja auch nicht sein, aber ich meine, aber 300 Euro sind schon viel Geld. Und wenn sie dann jetzt nochmal ihre Liste, das sind ja Unsummen. 1000 Euro bestimmt. Ja, bestimmt. Und jetzt so viel Kram können wir auch ja nicht platztechnisch ja nicht bewältigen. Ich bin außer dafür. Jemand hat eine Wohnung für uns. Ich bin dafür. Genau, außer jemand hat eine Wohnung für uns. Ich bin dafür, dass wir ihr noch was für das Fahrrad schenken, ganz ehrlich. Dass sich mal auf eine Sache konzentrieren, auf eine Sache, die vielleicht was. Ja, mit was. Das ist ja schon richtig viele Fahrradsachen. Auch vielleicht mit was zu tun hat, was wirklich nichts mit dem Display zu tun hat. Was mal ganz toll wäre. Da ist so ein Kasten, wo man reingucken kann, hat sie ja noch erklärt. Ja, genau. Genau, das wollen wir nämlich nicht. Vielleicht. Das wäre ganz toll. Weil sie braucht nämlich noch Handschuhe, Knieschoner, Ellbogenschoner und so eine Sachen. Das habe ich heute mal im Warenkorb gepackt und nochmal 230 Euro. Wahnsinn. Naja, gut, okay. Ich leg mich jetzt. Meine Lieferung kommt erst ab 4 bis 5. Fantastisch, okay. Also ja, ich komme gleich. Ich produziere jetzt erstmal hier ein Video. Das liegt mir ja nicht hin. Zeit mitten am Tag. Wow, so, das dauert jetzt ewig. 44 Minuten Vlog. Wir haben viel geschleppt in dem Video, auf alle Fälle. Er wird bestimmt grottenlangweilig für euch werden, aber dann müsst ihr durch. Müsst ihr sehen, wie wir 1000 Mal die Treppe hoch und runter laufen. Gut. Das ist halt mein Leben. So sieht das aus. Also, wir sehen uns gleich wieder.
Sonne. Dass ich mir habe eine Verzichtserklärung unterschreiben lassen. Ja? Ja, er wollte ja nur seine Vorderradbremse repariert. Die hintere war ja genauso tot. Liegt hinten bei den Rechnungen. Können wir hier den Sitz runter machen? Nee, der ist schon ganz unten. Also hier oben. Ach so, einfach nur so drehen oder was? Bisschen gerade machen, okay. Ja, was haben die Zwerge da oben? Sitz gerade machen. Ja. 13er. Ja, eventuell ein 14er. So, hier soll nur die Schaltbox getauscht werden. Weil alles nicht mehr so gut funktioniert. Und natürlich ein Schlauchwechsel. Natürlich. Ja, dann basteln wir für die gute Frau noch ein bisschen was hier. Die fährt auch grundsätzlich immer mit zu wenig Luft. Nein, aber jetzt... Das ist ein Marathon Plus. Wie kann man sich denn da in so kurzer Zeit zweimal einen Platten einfahren? Funktioniert nur ohne Luft. Nichts drin. Doch noch runter.
Ja, merkt man ja an den Seiten. Und hier gleich nochmal. Schon gebraucht. Als die Quetschhülse, die noch da ist. Fest! Fest. Fest ist wichtig. Ja, geht wieder ein bisschen besser, aber... Drehbewegungen funktionieren noch nicht so richtig, da tut es echt noch weh. Aber die Narbe ist durch. Viel zu wenig. Wie myself and I. Und vier Leute. Und die drei noch. Die drei plus den zwei kommen auch noch dazu. Sind wir noch. Corona dazu. Da. Und dann Kiste. Noch. Deutsche Post. Da musst du mal gucken. Da war drin. Das ist eine Wunderkiste. Da ist eigentlich alle drin. Okay. Genau das Teil. Dieser Name schon anklagt. Gesprengter Ring. Ah, ja, da brauchst du 6er Imbus, oder? Ne, das ist sogar nicht mal ein Imbus. Das ist eine. Keine Imbus. Ich war froh, dass ich die überhaupt gefunden habe. Das. Aber das ist ja. Viermal, ne? Die ist dicker. Also die Dicke der Schraube. Aber ich glaube, ich habe schon was. Ich glaube. Ja, die muss ja. Ja. Ich dachte, die Schraube ist die geilste. Die Schraube ist auch die geilste. Die ist fast zu dick. Oh ja, ja. Oh, das ist es. Ist die zu breit oder nicht? Oh, das ist. Dann check it out. Und natürlich nicht. Check it out, yo! Ah. Thanks, Soul Brothers! Und noch einen geilen. Ja, was brauchst du denn? Schlüssel, nee, keine Imbus, ein 12er Schlüssel. Das ist leider nicht mal eine Imbus-Schraube. Ist ein 12er oder 13er oder so ein geiler Scheiß. Einfach mal Schlüssel, Alter. Winterlicher, aber nicht. Damit ich mal rein kann. Nimm mal auf sicher 12er mit. Und du wirst immer noch nicht in der Ausbildung. Ich kann immer noch keine Ausbildung mehr anfangen. Da wird es immer kleiner. 13er will ich ja. 13er willst du? 12, 14? 13, 14? Dann wollen wir mal einbauen. Hört. Ja, Mensch. Gut, Achim war heute nochmal da, weil wir ja ins Krankenhaus mussten. Das ist jetzt aber geklärt und erledigt. Und jetzt weiß ich nicht, wann der nächste Arzttermin ist. Vermal ich es wieder, wäre einer. Dann kommt Achim vielleicht nochmal so zum Aushelfen. Ist cool, den habe ich jetzt so tatsächlich. Er macht ja seine Prüfungsvorbereitung. Und aber er ist, meint er noch, ja, wenn du den nächsten Arzttermin hast, sag Bescheid davor. Und dann kommst du vorbei und unterstützt mich hier. Und dann kann ich, dass ich dahin kann. Finde ich cool, finde ich toll. Mike doch ja ahne. So, jetzt haben wir hier ein Problem mit unserem Aufbau hier. Ich hatte ja hier ein, was für ein Schaltwerk dran? Ein Saint-Schaltwerk. Ne, ein SLX-Schaltwerk dran. Und das hat nicht funktioniert. Mit dem wilden Schalter hier. Deswegen wollte ich einfach einen stufenlosen Schalter eigentlich anbauen. Aber ich habe mich wieder überreden lassen, Unterhandschalthebel anzubauen. Mit dem ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Und habe jetzt umgebaut auf Deore.
einen alten Deora-Hebel genommen. Ja, komme. Hoffen wir mal, dass das jetzt hier. Mann, ey, muss doch klappen. Die Kette ist zu kurz. Die Kette ist zu kurz. Scheibenkleister, die Kette ist zu kurz. Kann man nicht machen. Muss ich länger machen. Yay, fertig! Jetzt muss ich laufen. Okay, was soll ich sagen? Kette springt über die kleinen Ritzel. Da krieg ich jetzt gerade mal ein bisschen die Krise, weil das war doch alles neu, Mann. Was ist denn da jetzt los? Wenn es jetzt nicht neu ist, wird es neu gemacht. Trägt mal auf. Mehr darauf achten. Dann nehmen wir aus der großen Box einfach einmal neu. Oh, ich hatte nur. Siebenfach HG. Was da auf dem Hut war, das dünnste drin. Bobby! Ja, bitte! Hübsche Pony in Rot mit Austern. Eine hübsche? Ja. Oh. Liebe Zeit. Upsala. Ich stecke gerade fest. Wahrscheinlich oben. Okay. Oh, eine frische Luft. Soll sein. Soll sein. Du bist jetzt hier schwerst aktiv. Nee, das ist ja mein eigenes Rad. Nehmen. Die eigenen Sachen müssen am ehesten laufen. Das ist ja nicht dein hier. Nee. Einmal Prost. Das ist nicht mein Privatrad. Ich mach morgen weiter. So, das war's für heute auf alle Fälle. Ich hab hier eine neue Kassette drauf gemacht. Ich weiß auch gar nicht, warum die jetzt hier nicht vernünftig dreht.
Ja, wie auch immer. Das war ja ein bisschen. Ist ein bisschen doof gerade, ehrlich gesagt. Mit dem. Noch weiter auseinanderbiegen, das will ich ja nun wirklich nicht. Und Single Speed wollte ich es auch nicht machen. Also ich wollte schon ein bisschen Schaltung drin haben und die 7 Gang, das ist doch ideal. Was ist denn da jetzt? Naja, müssen wir. Okay. Dann wünsche ich mir und euch einen schönen Feierabend. Ich werde mir morgen was ausdenken hier für dieses Problem. Das ist wirklich ein Problem für mich. Ich ärgere mich so. Und dann dieses Schaltwerk, was tatsächlich hier jetzt leider auch schon so zerwirkt ist jetzt gerade. Man kann es reinreden, aber nicht mehr raus. Macht man nur als erste die Schrauben gucken. Also gut, wir sehen uns morgen wieder. Macht ihr Tüt, bis dann. Ciao, sagt der Tommy.